Hallo Leute und willkommen zurück zu Overlord Rising Hell. Stimmt ja, das ist ja nicht nur Feuerschaden, das die Dinger hier machen, die machen ja auch physischen Schaden. Und schon viel verloren. Yay. Scheiße. Jo. Naja. Aber wir kommen hier immer weiter in der roborischen Wüste. Und nähern uns, glaube ich, auch mehr oder weniger dem Ende. Wie Gnall halt schon gesagt hat, wir sollen halt Jule gefangen nehmen. Nicht töten. Weil sie halt ziemlich viele Informationen hat. Ach ja. Ja. Aber wir verlieren momentan ein bisschen zu viel Minions. Das riecht mich leider gerade so ein bisschen auf. Finde ich leider gerade nicht so schön. Vor allem, dass ich momentan auch nur noch rote großartig habe. Das ist auch nicht so schön. Naja, die 30.000 haben wir ja bald voll. Lange dauert das nicht mehr. Ja. Ne, Jule ist ja einfach über die Brücke gehüpft. Über die Schlucht gehüpft. Ne, wir mussten dann natürlich leider den Umweg nehmen. Ja, das Gebiet ist auch fies. Da kommen sie nämlich einfach aus dem Nichts. Ne, man weiß nie so richtig, wo die denn auftauchen. Ach, jetzt hat die... Irgendeiner hat das schon aktiviert. Super. Naja. Naja, jedenfalls wie gesagt, also ich muss mal gucken, wirklich bevor es hier zum Endkampf gegen Jule geht, müsste ich wahrscheinlich dann sogar noch zusehen und mal ein paar Minions mal wieder farmen. Ja, Bugfest. Ja, da ist nichts. Naja, dann weiß ich es auch nicht. Angeblich soll da noch ein... irgendwas rumliegen. Ja, wie gesagt, immer... Ah.
das meine ich. Muss jetzt hier ziemlich aufpassen. Guck mal hier lang. So. Ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn ich mal ein paar Braune hätte. Aber davon habe ich ja auch so gut, so ziemlich überhaupt keine. Das riecht mich so ein bisschen auf. So, komm Leute, weiter. Ja, halt die Stadt hier, die ist jetzt eigentlich auch mehr oder weniger dafür da, dass man sich halt so ein bisschen ausrüsten kann. Ne? So, dann Lebensbrunnen, Mana-Brunnen und da geht es gegen Jule. Das weiß ich. Ja, da oben sehen wir auch schon die Göttinnenstatue. Naja. Ja. Hier haben wir noch ein paar Körbchen. Ja, das wird natürlich ganz schön heftig werden, ne? Nur mit roten. Großartig, nur mit roten unterwegs. Scheiß
Roten, ne? Dass die diese Truhen nicht aufkriegen, ne? Okay, haben wir das Gebiet auch geschafft. Ja, aber ich meine, hier geht es denn gegen Jule. Was würde man lieber stehlen als das, was alle wollen? Ich verstehe zwar nicht, warum. Das Ding ist hässlich. Wir konnten die Energie des Turmportals verstärken. Aber nicht für lange. Wenn ihr sie durch das Portal treiben könnt, hole ich sie in euren Turm. Von dort kommt sie nicht. Das sind Scheißdinger, ey, mit ihren Scheißwurfmessern da. So scheiße. Nee, ich meine, das war jetzt irgendwie so eine Art Verfolgungsjagd. Ja, man muss halt hinter die her. Ja. Etwas zu haben macht viel weniger Spaß als etwas zu stehlen. Ja, das sagte er so leicht. Versperrt ihr mit den Schergen den Weg? Ich weiß es das auch nicht. Und der alte Zauberer, ich bin sein Liebling. So. Super, wo sie jetzt? Nee. Und das meinte ich jetzt halt. Du bekloppte kleine miese Assassinenwichse, was du bist, ey. Das kann nicht sein. Mal eben ein Schuss und ein Schlag und gleich 20 Minions getötet. Das ist einfach nur Kotze, ist das. Ja, man soll sie jetzt halt wirklich zusehen, dass man sie halt irgendwie in Richtung Turmportal treibt. So. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das war. Ob ein Scherge wirklich gereicht hat.
Ja. Treib sie in Richtung Turmportal. Ja, hat gereicht. Gut, unsere Wachen sperren sie in diesem Moment weg. Komm zurück, wenn ihr mit der Gefangenen sprechen wollt. So. Ja. Wir können natürlich jetzt auch die Göttinnenstatue für uns kassieren, in dem Sinne. Das werde ich auch machen. Ja gut, ich glaube, da muss man sich wieder entscheiden. Entweder man gibt jetzt halt die Göttinnenstatue halt den komischen Viechern, also halt den Elfen zurück. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Artefakt war. Ich glaube es nicht. Also jedenfalls noch eine Sperre. Ja, haben wir mehr oder weniger diesen Bereich eigentlich auch abgeschlossen, ne? Ich meine, sogar da müssen wir aufmachen, wenn wir die Göttinnenstatue holen wollen. Zehn Stück. Ach, Mann. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Schergen. Ja, aber so braune-mäßig sollte man so langsam mal zusehen, ne? Aber großartig ein Artefakt oder so habe ich jetzt nicht gesehen. Mehr. Ich bin jetzt auch nicht sicher. Mir wurde es auch nicht angezeigt, dass ich jetzt alle Turmobjekte habe. Deswegen irritiert mich das jetzt so ein bisschen. Nee, aber ich sehe ja auch nirgendwo mehr was. Das ist halt dieses Fiese an diesem Level, ja. Dass die einfach aus dem Nichts auftauchen. Ich meine jedenfalls, man musste sich entscheiden. Genau. Es gibt wieder halt gute und böse Punkte. Ich bitte euch, bringt mir die Statue, damit ich sie in den Dunkelwald bringen kann. Wenn ich sie jetzt halt für mich behalte. Fräulein Rosa würde sie sicher gern ordentlich polieren. Wenn ich sie jetzt für mich behalte, kriege ich natürlich böse Punkte. Wenn ihr die Statue unbedingt zurückgeben wollt, geht einfach zu der Plattform. Eure Schergen stellen sie dort ab. Aber ihr habt den Elfen einen großen Dienst erwiesen. Das vergessen wir nicht. Ja, habt ihr gesehen, gibt es wieder gute Punkte für. Ja, hätten wir das jetzt nach uns, also nach unserem Zuhause mitgenommen. Hätten wir natürlich böse Punkte für gekriegt, ne?
Ach ja. So. So, bevor es noch wieder mal passiert, dass sie wegbacken. Ja, ganz schön viel verloren, ey. Das ist heftig. So. Natürlich zurück zum Turm. Und ich überziehe wieder vollkommen. Die junge Dame ist eingesperrt worden, Herr. Lasst mich gehen! Wisst ihr nicht, wer ich bin und für wen ich arbeite? Lebhaftes Geschöpf. Ein paar Tage in meiner eisernen Jungfrau würden ihr gut tun. Halt! Sieh doch, ich tue keinem etwas. Der Zauberer wollte, dass ich die Statue klaue. Keine Ahnung warum. Er hat sogar dafür bezahlt. Ha! Ich hätte es sogar umsonst gemacht. Stehlen ist meine Leidenschaft. Das ist Khan. Er will mich holen. Ich möchte jetzt nicht an eurer Stelle sein. Diesem Krieger gefällt es gar nicht, dass ihr seine Freundin gefangen haltet, Lord. Er hat Rauschingen angegriffen. Ihr müsst ihn stoppen, bevor ihr all eure Anhänger tötet. Sie ist wirklich frech. Wie meine Schwester, nur dass sie ein Talent hat. Seid gegrüßt! Ja. Ja, Leute, aber das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.